Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der LanceTV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm trifft morgen am Samstag auf den SV Mattersburg zu Hause. Es ist ja auch mittlerweile schon so ein kleines, ewiges Duell. Unsere Blackies gegen die Burgenländer. Es sind jedes Mal extrem knappe Partien. Auch in dieser Saison 2 Siege für Sturm, jeweils mit einem Torunterschied mit 3:2 und ein knapper 1:0-Sieg für die Mattersburger zum Auftakt der Frühjahrssaison. Und ich glaube auch, dass es dieses Mal wohl wieder relativ eng werden könnte. Ich hoffe es nicht. Es wäre auch an der Stelle wirklich mal an der Zeit, dass unsere Blackies Mattersburg da mal wieder so richtig eine auf den Deckel geben. Ich glaube, der letzte Sieg, der wirklich sehr deutlich gegen Mattersburg ausgefallen ist, das ist sicher schon ein paar Jahre her. So 2011 in der Meistersaison, da erinnere ich mich noch dunkel an ein 4:0. Ich hätte nichts dagegen und ich glaube, alle anderen Sturm wird es auch nicht, wenn es ähnlich deutlich dieses Mal ausfallen würde. Aber natürlich haben auch da die Mattersburger etwas dagegen. Zur Spielausrichtung ist es ja eigentlich kein Geheimnis, denke ich, dass unsere Blackies das Spiel machen werden oder auch machen möchten und auch machen müssen. Mattersburg hat da eine relativ entspannte Aufgabe, wenn man so will, also tief stehen, so wie immer im Grunde. Bei Standards natürlich sind sie sehr gefährlich und auch das Konterspiel gehört unterbunden, das sieht Heiko Vogel ja auch so. Also er hat ja auch bei der Pressekonferenz erklärt, dass jetzt der Fokus nicht unbedingt darauf gelegt wird, nur Standardsituationen zu verteidigen, das sicher auch, aber in erster Linie eher die Konter zu unterbinden und Mattersburg eben die Räume nicht zu bieten, um eben das Konterspiel dann aufzuziehen. Ist natürlich auch logisch, von der spielerischen Klasse, glaube ich, brauchen wir da nicht großartig drüber diskutieren, dass Sturm eigentlich in der Lage sein müsste und sicher auch ist, Mattersburg spielerisch zu bezwingen, aber da spielen eben gegen die Burgenländer oft auch ganz andere Faktoren mit und ja, ich bin eben auf ein sehr spannendes Spiel am morgigen Samstag gespannt. Personell bei unseren Blackies sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Zum sowieso Langzeit ausfallenden Zulechner kommt Marvin Potzmann erneut dazu oder immer noch dazu. Ansonsten sollte der restliche Kader wohl zur Verfügung stehen. Systematisch oder eben was eben die Ausrichtung betrifft, ist glaube ich Sturm wieder sehr offensiv aufgestellt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir irgendwie gegen Mattersburg mit einer Fünferkette agieren werden. Ein Zwei-Mann-Sturm, glaube ich, ist auch alles andere als unwahrscheinlich. Ansonsten wird es wieder die ein oder andere Rotation geben, da bin ich mir sicher. Gefällt mir aber insgesamt trotzdem recht gut, wie Heiko Vogel das Ganze so handhabt. Also er versucht viel, wirklich auch seine Mannschaft auf den Gegner individuell einzustellen. Das war ja, ohne eben jetzt Franco Foda beleidigen zu wollen, aber unter ihm damals nicht immer der Fall. Also da finde ich, ist es ganz okay, wie das Ganze so betrieben wird. Man muss jetzt natürlich auch dranbleiben, hat eben gegen die Wiener Austria letzte Woche einen Dämpfer einfahren müssen oder bekommen müssen. Egal, auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen. Und die Burgenländer ihrerseits mit einem 2:0-Auswärtssieg beim WAC sind eben ja an der Wiener Austria dann weiterhin dran geblieben. Die sind ja im Grunde auch im Niemandsland der Tabelle. Für Mattersburg geht es nicht wirklich mehr um was, außer um eben Punkte und eine möglichst gute Tabellenplatzierung. Bei unseren Blackies, ja, ist nach oben der Zug, glaube ich, jetzt auch endgültig abgefahren. Und ich habe es auch irgendwo kommen sehen, ich will jetzt wirklich nicht klug scheißen, aber nach dem 0:2, ich habe es allen gesagt, dass Salzburg beim LASK verlieren wird und genau so ist es natürlich gekommen. Also, aber wenn du eben solche Fehler dann nicht ausnutzt, dann bist du am Ende des Tages auch irgendwo selber schuld. Von dem her ist Platz 1 wohl wirklich kein Thema mehr. Es gilt jetzt wirklich nur, mit dem zweiten Platz zu festigen. Rapid ist ja ein bisschen rangekommen mit einem glanzlosen Heimsieg gegen St. Pölten. Und ja, unsere Blackies müssen da gegen Mattersburg einfach jetzt wieder in die Spur finden. Die zweite Halbzeit gegen die Austria war ja zumindest halbwegs okay, wie ich finde. Und ja, da muss man eben jetzt wieder reinkommen. Aber ich glaube, dass unsere Blackies den Ernst der Lage durchaus erkennen und ihnen das auch bewusst ist. Sind ja trotzdem gut bezahlte Profis und da kann man, glaube ich, schon auch eine dementsprechende Einstellung, gerade gegen solche Gegner wie Mattersburg, durchaus erwarten. Ja, ansonsten
war es das dann eigentlich auch schon wieder von mir. Ich hoffe, dass das Wetter nicht nur gut wird morgen, sondern eben auch möglichst viele Fans im Stadion sind. Die Mannschaft hätte sich, auch wenn man zuletzt verloren hat, auf jeden Fall verdient. Es ist ja auch einige Prominenz angesagt, unter anderem Ivica Osim. Auch da bin ich natürlich gespannt drauf. Und ja, ich hoffe einfach, unsere Blackies reißen sich zusammen und schaffen eben gegen die Mattersburger den dritten Sieg im vierten Saisonduell einzufahren zu Hause und hoffentlich auch möglichst klar ohne großartiges Zittern. In diesem Sinne sehen wir uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lanz TV. Euer Elias, auf die schwarzen Gamma-Burschen und bis dann. Ciao, ciao.